Die Schlagersterne 2023 hier in Mallorca ganz spontan eingesprungen ist. Am zweiten Abend Johnny Logan. Ben Zucker musste leider absagen, aber ich würde sagen, Johnny Logan, yep, ein sehr toller Ersatz für. Oh, vielen, vielen Dank. Danke, Sam. Wie hast du von der spontanen Aktion erfahren, dass du hier nach Mallorca kommen musst? Oh, da war ein Künstler, der war krank. Und ich hatte einen Telefoncall. So, ich komme, so, kannst du kommen? Ich war in Malaga. So, ja, kein Problem. So, ich fliege diesen Morgen von Malaga zum Palma und dann zum Hotel, Dusche und dann die Bühne. Kein Soundcheck. Ohne Soundcheck. Ohne Soundcheck. Just straight on the Bühne. Also hier, Kompliment. Vielen Dank. Ja. Ja, jetzt haben wir natürlich, wir sind ja auch aktuell, das kommt morgen schon mit raus, muss morgen kommen oder spätestens Samstag. Wie verbringst du den Samstag? Weil Samstag ist ja, du weißt Samstag ja. Samstag ist mein Geburtstag auch. Moment, jetzt muss ich überlegen. Samstag, dein Geburtstag. Ja, und Samstag ist ein Grand Prix, genau. Ja. Und du hast eine Einladung bei einem lieben Freund auftreten zu dürfen. Ja, ich habe eine Einladung für mein a Künstler in Swiss, who's er ist Geburtstag auch. Genau. So, a lot of birthdays, a lot of celebration on Samstag. Genau. Aber jetzt speziell Grand Prix, Eurovision. Ja. Ist das noch interessant für dich? Wie schaust du es an? Okay. Mein Papa war tot at 69. Okay. Und Samstag, das ist mein Geburtstag, 69. So, this year is personal. Mm-hmm. Für mich der Geburtstag ist sehr emotional. So, the Eurovision, the Grand Prix ist da und mein Herz ist hier. Okay. Und ich denke die Swedish Song Lorraine, mm-hmm, mit der Euphoria, yeah, ist der Gewinner. Yeah. This year ich denke auch der Gewinner. Okay. Yeah. Okay. Wow. Und in Germany? Mit Lord of the Lost? It's sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Croatia is in the final. Okay. And Croatia is like alter Mann. Like, yes, ich mit der große, you know, and this, ich weiß nicht, you know, this is for music. Deutschland hat so viele gute Künstler, so viele gute Musicians. Mm. Ich denke, die beste deutsche Musik ist nicht in der Grand Prix. Okay. Die beste deutsche Musik in der Zukunft maybe kommt. Mhm. Lassen wir uns mal überraschen. Am Samstagabend wissen wir mehr, wer der Sieger ist, wo das nächste Mal stattfindet. Ganz kurz noch, was gibt's Neues bei Johnny Logan? Neue Produktion, ist da was? Ja, ich performt ein neues Lied diese Nacht, Supernatural. Okay. Und ich hatte drei neue Lieder, Somebody Like You, Crazy Heart und what is the other one? The other one is Supernatural. Ja, das ist es. Oh no, the other is Heaven's Closed. Okay. Yeah. Und ich will perform Heaven's Closed mit the Night of the Proms, mm-hmm, später this year. Okay. Und später dieses Jahr, ich will be in the studio mit vier neue Lieder. Ich schreibe Nummer 2 jetzt. Alright. Und September, mm-hmm, ich will have finished. Okay. Dann, wie gesagt, wünschen wir dir alles, alles Gute für die Zukunft. Ja. Einen schönen Sommer, der steht ja bevor. Machst du Urlaub irgendwo? Machst du? Holiday? Oh, this here is my holiday. This is my holiday. Mein Umlaub. Okay. Okay, dann alles Gute für you und Fran, vielen, vielen Dank. Good luck. Vielen Dank. Danke. Nice talking to you. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und das war's hier aus Mallorca, kann man sagen. Also, macht's gut. Super Mallorca.